Es geht um den spezifischen elektrischen Widerstand in diesem Fall mal. Und der spezifische, also ein auf einen bestimmten Werkstoff wahrscheinlich bezogenen oder irgendwas anderes wird sich dahinter verstecken, den kann man auch errechnen, beziehungsweise der wird einem vorgegeben. Aber was und warum, das lasst uns mal kurz klären. Normalerweise kennen wir ja R ist gleich U durch I und so weiter. Das nützt uns hier aber für bestimmte Materialien gar nichts. Oder kaum. Wir nehmen mal was anderes. Ich verweise nochmal auf Links, die hier oben erscheinen, und zwar zu den einzelnen Themen, damit ich hier nicht so viel erzählen muss, was elektrischer Strom wirklich ist, Ladungsträger und so weiter und so fort. Und wir machen mal folgende Vorbetrachtung. Ich werde dann eine Pause machen zum Überlegen und ihr überlegt das mal selber, was ich dann hier frage. Und zwar, wir haben einen dünnen Leiter und da fließt ein Strom, ich habe den mal IKL wie klein genannt. Dadurch, der hat dünn, also vom Querschnitt her. Und wir haben einen mit großem Querschnitt, einen Leiter, und da fließt eben durch den großen Querschnitt ein Strom I groß. Ja, welcher ist größer, kleiner oder, ja, das wird wohl leicht sein. Ne? Also hier passt nicht so viel durch, also wird hier durch die Fläche mehr durchpassen. Also sind wir hiermit schon mal klar, können wir sagen, I klein ist kleiner als I groß. Jetzt braucht man doch nochmal die Formel hier oben, die uns zwar jetzt nur mittelbar nützt. Und jetzt überlegt man, jetzt drückt zu Hause gleich die Pause-Taste. Ich mache es hier auch zum Überlegen. Und zwar, was wird passieren? Wird R klein, kleiner, größer oder gleich R groß sein? Ich mache mal Pause, ihr überlegt mal selber. Ja, ist logisch. Wenn weniger Strom durchpasst, dann muss der Widerstand des kleinen Querschnitts größer sein. Überhaupt ein Widerstand, wozu ist der proportional? Wovon ist der direkt also abhängig? Wenn ich mir das nochmal so durch den Kopf gehen lasse. Überlegungspause. Der ist indirekt proportional zum Querschnitt. A wie Area, Fläche, ne? Deswegen, okay. Hätte ich vielleicht grün machen können. Ist jetzt nicht so wichtig. Zweite Überlegung. Elektrischer Strom verursacht ja Reibung. Reibung ergibt dann Wärme. Und jetzt die Frage, wenn ich Strom durch einen kurzen Leiter oder durch einen langen Leiter schicke, welcher wird größer sein? Kurze Pause, nachdenken. Welcher Strom von den beiden jetzt hier ist größer? Klar, beim kurzen hat er gar nicht so viele Möglichkeiten, sich mit irgendwelchen anderen Molekülen oder sowas zu reiben. Okay, also ist er im kurzen Leiter größer der Strom. Jetzt gleich hier die Frage, ist der Widerstand eines kurzen Leiters demzufolge kleiner, größer oder gleich? Eigentlich logisch, ne? Wenn ich mir das hier so betrachte, man könnte das auch daraus schlussfolgern. Also wenn der Strom hier größer ist, dann kann der Widerstand nur kleiner gewesen sein. Und jetzt machen wir wieder Pause. Wovon ist R also überhaupt der Widerstand abhängig von der Kürze oder der Länge? Also ist es eine Proportionalität oder wie auch immer? Frage. Auch logisch, ne? Direkt. Also je länger, umso größer wird der Widerstand. Okay. Das bis dahin. Jetzt noch eine Sache zum Material. Habt ihr bestimmt im Physikunterricht gemacht? Wir haben es jedenfalls gemacht. Wir haben eine Bleistiftmine, da ist Graphit drin genommen. Und Graphit ist Kohlenstoff. Eine Variante des Kohlenstoffs. Also die olle Kohle, die man auf dem Grill legt, ist auch Kohlenstoff. Und die leitet. Aber nicht so gut. Oder doch? Oder wie? Was leitet besser? Ja, ich weiß, ne? Gold. Also hier kann man sagen, der Widerstand von Kohlenstoff, der spezielle Widerstand von Kohlenstoff ist hier auf jeden Fall größer. Nun, dann haben wir die Vorüberlegungen eigentlich schon gemacht. Die Formel für diesen spezifischen Widerstand, Rho, so wie Dichte, aber nicht damit verwechseln, ist der reale Widerstand, wie er ist, und dann mal Fläche durch Leiterlänge. Das passt doch aber hier gar nicht dazu. Immer mit der Ruhe. Der wird so angegeben, also R in Ohm, Fläche meistens in Quadratmillimeter, pro Länge meistens in Meter. Beziehungsweise, wenn ich aus Quadratmillimetern Quadratmeter mache, dann kann ich da einen Meter mal rauskürzen und habe ich Ohm und Meter. Macht man auch gerne bei der Technik. Also nicht wundern, wenn der spezifische Widerstand mit Ohm und Meter angegeben ist. Man sagt nicht Ohm mal Meter, man sagt lieber Ohm und Meter. Gut. Okay, das bis dahin. Jetzt typische Beispiele von Materialien und dann kommen wir mal zur Berechnung. Typische Beispiele. Graphit
hat 35 Ohm und Quadratmillimeter pro Meter. Dagegen hat Gold nur statt 35 nur 0,02214 Ohm und Quadratmillimeter pro Meter. Kupfer, und jetzt vergleichen wir das mal direkt in Gold, mit Gold, hat statt 0,02 0,0 nicht ganz 2. Na, wieder nur. Merkt ihr was, wie spannend das ist? Wenn man wirklich ein bisschen dahinter guckt, wer wird denn nun besser sein oder schlechter sein oder was ist denn nun wirklich so spannend daran, ob ich nun vergoldete Kontakte oder was anderes nehme? Nebenbei ist Kupfer viel billiger. Naja, gut. Eisen hat aber demgegenüber schon wieder einen fünffach höheren spezifischen Widerstand. Naja, gut. Jetzt nehmen wir mal die Berechnung. Die Berechnung ist, und jetzt kommen wir eigentlich wirklich darauf hier auf unsere Vorüberlegungen nochmal zurück. Die Berechnungen sehen wie folgt aus. Und zwar, na, halt fest. Wir haben uns mal ein Kupferdraht genommen, wie er auf Relaiswindungen zum Beispiel drauf ist. Relais hier nochmal gucken, stelle ich nochmal vor, da sind ganz viele Windungen drauf. Und dann haben wir uns überlegt, die Fläche haben wir mal runderweise mit 0,01 Quadratmillimetern angenommen. Und wir haben gemessen, das kann man direkt mit dem Ohmmeter messen oder das kann man mit RSU durch I ausrechnen, indem man Spannung und Stromstärke misst, 3,4 Kiloohm ist der reale Widerstand. Jetzt haben wir uns gesagt, na sag mal, wie viel haben denn die dann da drauf gewickelt? Auf so eine Relaiswindung, also ein Relais ist ja nichts weiter als ein kleiner Elektromagnet und dann zig, 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 zig Windungen drauf und so weiter und so fort. Hier nochmal gucken, ich habe hier den Link irgendwo angefügt, beim i gucken, ne? Einfach mal mit der Maus reinfahren oder wie auch immer. Das Video bleibt hier stehen, braucht ihr keine Bange zu haben, ihr verpasst hier nichts. So, jetzt haben wir gesagt, na ja gut, dann schnappen wir uns mal die Formel. R, der reale Widerstand, den wir also gemessen haben, ist gleich Rho mal L durch A. Da kann man diese Rho-Formel umstellen entsprechend und dann kommen wir hier drauf. Und diese Formel, wenn wir L haben wollen, kann man wieder umstellen. Mal A durch L. Ne? Ich hoffe, hier noch einen Link anfügen zu können, wie man das ganz schnell umstellt, solche physikalischen Formeln. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das umgestellt haben, steht R, ich habe jetzt mal real weggelassen, RR habe ich es genannt, mal A durch Rho ist L. Aha. Jetzt steht hier aber Kilo oben. Da müssen wir uns vorher kurz Gedanken machen, damit es nicht zu so vielen Kommastellen oder irgendwelchen Verwicklungen führt und sagen, okay, 3,4 Kilo, so wie Kilometer, Kilo Ohm, sind 3400 Ohm. Und 3400 Meter sind 3,4 Kilometer. Und genauso funktioniert es ja auch. Vielleicht kriege ich das nochmal in den Einheiten hier hin, dass ihr da auch nochmal nachgucken könnt, wie sowas umgerechnet wird. Und dann folgt pures Einsetzen. Und ich habe hier den spezifischen Widerstand extra in Blau hier unten eingesetzt, damit das besser auffällt. Wir nehmen also den realen Widerstand von 3400 Ohm, den wir hier umgerechnet haben, nehmen die 0,01 Quadratmillimeter, die waren schon zum Glück Quadratmillimeter, können wir so lassen. Und jetzt kommt das blaue. Ohm und Quadratmillimeter, ne, kommt ja unter den Bruchstrich, die 0,017 sowieso. Und durch ist mal, also kommen die Meter, hier die blauen Meter, die könnte man als Doppelbruch hier drunter schreiben, aber da kann man sie gleich hier oben mit drauf schreiben. Igitt. Schön ist zwar, wir können die Ohms und die Quadratmillimeter rauskürzen, es werden Meter übrig bleiben, aber die Kommastellen stören uns noch. Und jetzt sagen wir, damit wir die Kommastellen wegkriegen, erweitern wir beide, also Zähler und Nenner, mit 1000. Dann kriegen wir sie hier auf jeden Fall weg, dann wird hier eine 17 draus und hier wird eine 10 draus. Wenn es geht, oder guckt einfach bei mir nochmal im Kanal nach, habe ich auch einiges zugemacht. Ja, und der Rest ist dann Pillepalle, nochmal gekürzt. Ich habe natürlich die Werte mal ein bisschen rund genommen, aber beachtenswert ist das Ergebnis. Das sind 2000 Meter, also 2 Kilometer Draht wickeln die auf so ein armes Relais drauf. Gut, jetzt hoffe ich, dass ich was zum Gesamtverständnis nochmal da beitragen konnte. Wir hatten es im Unterricht behandelt, ich habe es direkt vergessen aufzuzeichnen. Dürfte aber nicht schlimm sein, jetzt habt das ja. Also, ich wünsche euch alles Gute beim Verstehen. Verstehen ist cool. Die Schüler sagen es, die Studenten sagen es, alle sagen es. Und ihr sagt es bestimmt auch. Macht's gut, tschüss.